So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zur 57. Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe Gedrucktes. Ich staune jedes Mal, wie oft wir uns schon getroffen haben und freue mich natürlich, dass Sie augenscheinlich alle, dass ihr alle die Sommerphase gut überstanden habt und wieder wissbegierig zu unseren Lesungen kommt. Ich freue mich heute ganz besonders, dass es mir gelungen ist, Rosemarie Schuder zu gewinnen. Ich glaube, sie ist Ihnen allen gut bekannt. Viele haben viele Bücher schon von ihr gelesen. Herzlich willkommen, Rosemarie Schuder. Ja. Mein Name ist Gesine Lötsch. Ich bin diejenige, die sie hier eingeladen hat. Und wer ganz besonders gut ist, ist schon 57 Mal hier gewesen. Wir versuchen das immer herauszufinden. Aber ich glaube, es sind etliche dabei, die zumindest mehr als 40 Mal hier waren. Wir haben heute das Buch Ich kenne den Teufel. Wer der Teufel ist und wer ihn kennt, das werden wir dann gleich erfahren. Ich werde eingangs einige wenige Worte zu Rosemarie Schuder sagen. Sie kennen sie ja alle, wie gesagt. Viele haben auch etliches von ihr gelesen. Der kleine Buchladen, der uns immer unterstützt, hat auch Bücher, sodass Sie, wenn Sie Lust haben, auch ein Buch kaufen können. Also Bücher von Rosemarie Schuder. Er hat auch natürlich noch andere Bücher als Buchladen, logisch. Aber die sind extra rausgelegt und wenn Sie Lust haben, können Sie die natürlich auch käuflich erwerben. Wir sind ja jetzt im Reformationsjahr und darum geht es auch um Luther und es geht um Andreas Bodenstein und einige erinnern sich vielleicht an das Jahr 1983, ich zumindest erinnere mich gut daran. Da wurde ja das große Lutherjahr anlässlich des 500. Geburtstags von Luther begangen. Und manchmal wird mir jetzt so ein bisschen schwummerig, wenn wir ständig über Reformation und Luther reden und alle sich damit befassen, weil ich mich so erinnere an diese Zeit, 1983, damals habe ich studiert und dazu auch meine Diplomarbeit geschrieben. Aber alle, egal wer, aus welcher Berufsgruppe, waren plötzlich Experten für Luther. Und das hat mich dann dazu veranlasst, ein etwas anderes Thema zu wählen, ein sogenanntes Orchideenfach, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Rosemarie Schuder ist ab 24. Juli 1928 geboren. Das ist schon ein bisschen her. Aber sie schreibt ständig neue Bücher. Sie besuchte eine Mädchenschule und machte 1947 das Abitur. Anschließend war sie freie Journalistin für ostdeutsche Zeitungen und ihr Buch Der Ketzer von Naumburg aus dem Jahre 1955 hatte mehr als 15 Auflagen. Das ist wirklich eine enorme Anzahl. 1957 und 1959 unternahm sie Studienreisen nach Italien. Und seit 1958 war sie viele Jahre, 40 Jahre, mit dem Schriftsteller Rudolf Hirsch verheiratet. Sie haben gemeinsam Schriften über Judenverfolgung erarbeitet und veröffentlicht und ich glaube, jeder hier kennt das Essay Der gelbe Fleck, das sie gemeinsam verfasst haben. 2008 haben sie das Buch Der Fremdling aus dem Osten über Eduard Lasker, Jude, liberaler Gegenspieler Bismarcks, veröffentlicht. Sie sind Mitglied, oder du bist, wir sagen ja beim Du, du bist Mitglied der Deutschen Schillergesellschaft und des Pennzentrums Deutschland und bereits 1958 hast du den Heinrich-Mann-Preis bekommen und 1976 den Leon-Feuchtwanger-Preis. Ja, wir haben uns verständigt, dass wir hier keine lange Vorrede machen, sondern dass Rosemarie Schuder gleich das vorliest, was sie vorlesen möchte, Texte aus dem Buch und die dazugehören. Und dann haben wir wie immer die Möglichkeit, auch darüber zu diskutieren. Noch einmal herzlich willkommen, Rosemarie Schuder, und du kannst beginnen. Vielen Dank für die so genauen, freundlichen Worte der Einführung. Da habe ich erst mal verstanden, wer das heute ist, der hier vor Ihnen steht. Liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, vielen Dank für die Einladung
Mein Buch, ich kenne den Teufel Martin Luther und sein Doktorvater Andreas Bodenstein aus Karlstadt, veröffentlichte Andreas Peter aus Guben in seinem Niederlausitzer Verlag. Er, Andreas Peter, ist Verleger und Historiker. Sie finden in seinem Verlag das gemeinsam mit Andreas Peter verfasste Buch Goethes schöne Krone, Corona Schröter und ihr Denkmal in Guben. Hier begleiten wir beide, Andreas Peter und ich, den Lebensweg der am 14. Januar 1751 in Guben geborenen bis zu ihrem Ende am 23. August 1802 in Ilmenau. Die Künstlerin spielte in Goethes Theaterstück Iphigenie auf Tauris die Hauptrolle. Andreas Peter weiß, dass meine Wurzeln in Guben liegen, denn in seinem Verlag gibt es den Roman von meiner Mutter Elsa Schuler, die Hutmacher. Zu dieser Geschichte von den Hutmachern in der Stadt an der Neiße gehört auch der Blick auf den Erfinder des wasserfesten Wollfilzhutes Karl Gottlob Wilke, und der ist mein Urgroßvater. Im Niederlausitzer Verlag erschien mein Buch Ludwig Bamberger, Volksvertreter im Schatten Bismarck. Und auch hier hat Andreas Peter mir sehr viel schon gesagt, dass nämlich bereits am Ende des 19. Jahrhunderts sich eine Stimme aus Guben gegen den Antisemitismus erhoben hat. Als Volksvertreter aus Guben war Prinz Heinrich von Schöneich-Carolat gleichzeitig mit Ludwig Bamberger im Reichstag. Und am 27. März 1892 sprach der Volksvertreter aus Guben in seiner Rede vor dem Reichstag vehement gegen jeglichen Antisemitismus. Und auch diesen Hinweis habe ich Andreas Peter zu verdanken. Am 11. Mai 1893 erschien in der Gubener Zeitung ein Interview mit einem Wiener Journalisten. Hier offenbarte Heinrich von Schöneich-Carolat in aller Deutlichkeit seine Haltung gegen den Juden. Er sagte, darum werde ich jedem Versuch, die Juden gesetzlich zu beschränken, immer entgegentreten und die antisemitische Bewegung bekämpfen als eine hohe Gefahr für unsere ganze Kultur. Und nun möchte ich Ihnen mein Buch Ich kenne den Teufel vorstellen, und da beginne ich mit der Einleitung vom Pfarrer Martin Westcott aus Katrinburg. Sie werden ihn vielleicht kennen, das ist der Bücherpfarrer, der die aus der DDR weggeworfenen Bücher aufgehoben hat und in Katrinburg aufhebt. Aus diesem Vorwort von ihm zitiere ich: Karlstadt war als Doktorvater Luthers ein ausgewiesener Bibelwissenschaftler und Professor an der Universität Wittenberg. Er wurde deswegen Karlstadt genannt, der Andreas Bodenstein, weil er eben aus der Stadt Karlstadt kam. Er hat die Reformation durch seine Begleitung und Mitarbeit mit vorbereitet und war ein Freund Luthers. Seine mutigen Schritte zur Erneuerung des Gottesdienstes, des Almosenwesens und der Fürsorge für die Armen, auch bei der Bilderpraxis und der Austeilung des Abendmahls, brachten in einer kritischen Phase der Reformation die mehr fürstennahen und konservativen Kräfte auf den Plan. Karlstadt wurde zum Feindbild des Reformators und musste sich in die ihm zugeteilte Pfarrfolge nach Ollermünde absetzen. Es folgte ein tiefer Einschnitt im Leben von Andreas Bodenstein. Von nun an war er Verfolgungen und Vertreibungen auch durch Luther ausgesetzt, bis er nach vielen Irrfahrten in Zürich und Basel Zuflucht und Arbeit fand. Sein
Konzept einer Gemeindekirche, einer Pastoral auf dem Lande, strahlt bis heute Licht aus. Jeder Gewalt war er abhold. Seine Kenntnis des Alten Testaments und der Theologie vermied den damals üblichen Antisemitismus. Es wird Zeit, Andreas Bodenstein aus Karlstadt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er ist ein Nagel im Herz der lutherischen Kirche. Soweit aus dem Vorwort. Und jetzt möchte ich Ihnen aus meinem Buch einige Abschnitte, die ich hier ausgedruckt habe, vortragen. Es geschah in längst vergangenen grauen Tagen, als Erdbewohner den Schuldigen suchten, der sie ins Unglück gestürzt hatte, riefen sie vor allem ein Geschöpf um Hilfe. Der erwünschte Helfer erhielt den Namen Teufel. Von nun an gab es bei der angenommenen Teilung der Welt zwischen dem guten Gott und dem bösen Teufel eine wohltuende Sicherheit zur Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wer in seinem Umfeld einen Widersacher erkannt hatte, dem konnte ihr Fingerzeig helfen, dieser niederträchtige, herzlose Lump hat den Teufel im Leib. Auf diese Art und Weise entfaltete sich das Weltbild vom Teufel in Menschengestalt. Nun einiges gekürzt aus dem Buch. Hoffentlich erwische ich mich der Teufel nicht bei meiner Absicht, Martin Luthers Doktorvater Andreas Bodenstein aus Karlstadt vor dem Abstieg in die Vergessenheit zu bewahren. Mein Wagnis, den Lebensweg von Karlstadt nachzugehen, brachte mich zu der Erkenntnis, viele der späteren Beurteilungen seiner Person dienten dem jeweils herrschenden Zeitgeist. Es wird deutlich, zu keiner Zeit trat dieser Geist anonym in Erscheinung, was als das Typische für Menschen in einem vorgegebenen Zeitabschnitt zu gelten hatte, bestimmten die in ihrem Umfeld jeweils tonangebenden Herrschaften. Es wurde behauptet, Karlstadt habe zur Begründung für sein Ablehnen der Bilderverehrung in der Kirche seine Hinweise aus dem Alten Testament wie ein Jude vorgebracht. Diese Leute beschrieben sein Aussehen als klein und dunkelhäutig. Ich benutzte aus der Publikation Luthers Werke für das Christliche Haus, veröffentlicht 1924, viele Sätze von Luther über Karlstadt. Zum Verständnis von Luthers Attacken gegen Karlstadt hielt ich das genaue Zitieren für besser geeignet als Vermutungen über die Gedankenwelt der Beteiligten. Nach dem 25. Dezember 1541, dem Todestag von Karlstadt, lebte Luther noch bis zum 18. Februar 1546. So konnte Karlstadt natürlich keine Kenntnis davon haben, welche Worte der Gelehrte, den er in den Doktorstand erhoben hatte, später zur Veröffentlichung in die Welt gab. Als Luther keinen lebenswerten Erfolg seiner Bemühungen sah, Juden zur Taufe zu bewegen, kam er 1543 in seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen zu der Frage: Was wollen wir Christen tun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Er gab gleich die Antwort, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlag davon sehe, ewiglich. 20 Jahre zuvor hatte Luther erwartet, er könnte Juden zum Christenglauben bekehren. Damals schrieb er in seiner Abhandlung, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Oft seien Juden behandelt worden, als wären sie Hunde und nicht Menschen. Das Leben des Reformators war erfüllt von Glauben
allein in Christus wird die Wahrheit offenbart. Wer zu diesem Bekenntnis nicht Ja sagte, der war im sträflichen Irrtum befangen. Dafür verlangte Luther eine harte, erbarmungslose Strafe. Später im Laufe der Jahrhunderte dienten Luthers todbringende Worte aus dem Jahr 1543 als Quelle, aus der bestialische Judenfeinde immer wieder die Rechtfertigung für ihre verbrecherischen Bluttaten schöpften. In seiner Untersuchung Martin Luther aus dem Jahr 2009 schreibt Christian Feldmann auf Seite 102, Zitat, all seine Entrüstung und Wut jagt der altgewordene Luther 3 Jahre vor seinem Tod 1543 unter den Titel Von den Juden und ihren Lügen in die Welt hinaus. Dazu hat Feldmann eine Fußnote gesetzt. Zitat, die Oxfordner Dozentin Eva Schulze-Berndt, die bereits etliche antijüdische Textvarianten in den verschiedenen Ausgaben der Lutherbibel als Fälschungen entlarvt hat, äußert im Jahr 1993 auch Zweifel an der Echtheit von Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen. Es heißt weiter in der Fußnote, diese Forschungen sind allerdings noch nicht über das Anfangsstadium hinausgediehen. Mir schien es nicht unangebracht, das Bemühen der Oxforder Dozentin zu erwähnen, in hoffnungsvoller Erwartung auf das Ergebnis dieser Untersuchung könnten besorgte Anhänger des Wittenberger Reformators nun beim Blick auf Luthers Schrift von 1543 eine gewisse Erleichterung empfinden und die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag von Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 freudig begrüßen. Sind nun Luthers gehässige Äußerungen über Juden endgültig als Fälschungen entlarvt? Jedoch frage ich jetzt, welcher Zeitgeist hat dir geholfen, um für Luther einen guten Ton einzustimmen? In der 2012 veröffentlichten Biografie Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs von Heiß Schien, stellt der Verfasser fest, Karstadt sei 3 Jahre jünger als Luther gewesen. Anfangs benutzt Schilling für Luther noch den althergebrachten Namen Luder. Zu meiner Überraschung erwähnt Schilling in seiner Lutherbiografie auch den Maler Hieronymus Bosch. Er schrieb, Zitat, ins Groteske gesteigert finden sich die Ängste des Zeitalters in den surrealistisch anmutenden Gemälden des Niederländers. Beim Lesen dieser Bemerkung erinnerte ich mich daran, dass ich in meinem bereits 1975 veröffentlichten Buch über Hieronymus Bosch den Künstler in ein anderes Licht gerückt hatte. Ich hatte herausgefunden, dass keineswegs das Wunderliche und Überspannte aus den Bildern von Bosch hervorgeht, sondern seine Erfahrung als kritischer Zeitzeuge. Er musste erlesen, wie die Truppen des Hauses Habsburg brennen, morden und plündern, in die Niederlande einrückten. Auch seine Heimatstadt Herzogenbosch blieb nicht verschont. Der weithin bekannte Wittenberger Maler Lukas Cranach der Ältere, 1472 in Kronach geboren, war als Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen, Friedrich III., genannt der Weise, weithin geachtet. Cranach war 1508 in die Niederlande gereist, um den Enkel Maximilian, den späteren Karl Karls des Fünften, zu porträtieren. Bei dieser Gelegenheit hatte Cranach
dort die Bilder von Hieronymus Bosch gesehen. Zur Erinnerung kopierte er dessen Triptychon Das jüngste Gericht. Bei dem Blick auf die Werke von Hieronymus Bosch erkannte Lukas Cranach, wie es gelingen konnte, mit Zeichnungen und farbigen Bildern das eigene Gefühl über einen verhängnisvollen Zustand gleichzeitig zu verschleiern und zu offenbaren. So empfand er noch immer angesichts der von ihm in die Heimat mitgebrachten Kopie Das jüngste Gericht den Schreckensschrei des Malers Hieronymus Bosch über die Brutalität der Eroberer. Karschats Wesen, im Gegensatz zu Lücken, schildern einige Verfasser von Büchern über die Reformation, als hätten sie die beiden selbst erlebt. So schreibt Erich Herzsch 1956 in Karschats Schriften aus den Jahren 1523 bis 25, Zitat, Karnstadt, Kleid von Statur mit einem Gesicht, das an einen Neger erinnert, mit einer undeutlichen und unangenehmen Stimme, hat allerlei wenig sympathische Eigenschaften, im Allgemeinen fast schüchtern und unbeholfen, wird er manchmal vom Jäzern gepackt, sodass er alle Beherrschung verliert, Ehrgeiz, Geltungsdrang, Herrschaft bestimmen oft seine Handlungsweise. Und weiter, Karstadt benehme sich wie ein Prälat, wie ein herrschaftlich auftretender Kirchenmann. Luther führe dagegen ein asketisches Leben. Luthers erster Aufenthalt in Wittenberg begann 1508. Im folgenden Jahr kehrte er nach Erfurt zurück. Doch 1511 ging er wieder nach Wittenberg. Dort an der neu gegründeten Universität in Wittenberg wollte er als Lernender und Lehrender tätig sein. Sein Beichtvater Johann von Staupitz gab ihm den Rat, sich zu bemühen, Doktor der Theologie zu werden. Aus verschiedenen Nachschlagewerken ist zu entnehmen, dass Luther von Karlstadt am 18. Oktober 1512 zum Doktor promoviert wurde. Luther bekam nun die seiner neuen Würde entsprechende Kopfbedeckung. So hatte ihn Lukas Cranach im Bild festgehalten, bartlos und mit dem Barett. Karlstadt steckte ihm bei der Promotion den silbernen Doktorring an. Diesen Ring hatte Kurfürst Friedrich der Weise gestiftet. Zitat, die Feier wurde umständlich an zwei Tagen begangen, mit Disputation und mehrstündigen gelehrten Ansprachen, Glockengeläut und Aufzügen durch die Stadt. Anscheinend hat er nun in Wittenberg die Zeit einer gewissen Gemeinsamkeit zwischen Karlstadt und Luther begonnen. Doch am 18. April 1521 musste sich Luther in Worms für seine Glaubenssätze rechtfertigen. Er sollte alle zurücknehmen. Es ist überliefert, wie er sagte, er habe sich in seinen Thesen stets auf die entscheidenden Stellen in der Heiligen Schrift, also auf das Wort Gottes bezogen. Zitat, deshalb kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen zu handeln beschwerlich und strafsam und gefährlich ist. Gott helfe mir. Einige Tage später, am 25. April, geschah mit Hilfe des Kurfürsten Friedrich die geheimnisvolle Entführung Luthers bis in die Magdeburg. So war er von seinen Verfolgern, die ihn nach Rom ausliefern wollten, als Ketzer sicher. In dieser Zeit begannen Karlstadts Veränderungen in Wittenberg. Zur Armenpflege wurde mit dem Geld der Reichen eine allgemeine Kasse eingerichtet, genannt der Kasten. Niemand sollte als Bettler auf die Straßen gehen müssen.
Häuser der öffentlichen Lustbarkeiten wurden geschlossen. Keine Frau in Wittenberg sollte ihren Körper verkaufen müssen. Wer sein Leben nicht weiter als Mönch oder Nonne verbringen wollte, konnte das Kloster verlassen. Für den Gottesdienst galt keine Beichte mehr, Freiheit der Predigt. Diese Neuerungen waren für viele Bewohner so willkommen, dass am 24. Januar 1522 der Rat der Stadt im Einverständnis mit Graustadt die neue Ordnung der Stadt Wittenberg verkündete. Als Prediger verzichtete Graustadt auf eine prächtige Kleidung und die begeisterte Zustimmung vieler Untertanen zu den Neuerungen war für Kurfürst Friedrich ein ernster Grund zur Sorge. Er wollte, dass eine Botschaft über die Veränderungen in seiner Universitätsstadt, denn er hat ja dort die Universität gegründet, zur Bürger kam. Wer es verstehen wollte, konnte darin einen Hilferuf an Luther erkennen. So machte sich der Erwünschte als Junker Jörg gekleidet von der Wartburg auf den Weg nach Wittenberg. Am 6. März 1522 erreichte er seine Stadt. Luther fühlte sich als Retter seiner Gemeinde. Zum Beginn der Fastenzeit, am Sonntag, dem 9. März 1522, begann er in der Schlosskirche die erste seiner 8 Predigten. Mit dem Anfangssatz offenbarte er sein Gefühl, Zitat, wir sind alle zum Tode gefordert. Zu diesem Wissen gehören aber auch die Notwendigkeit, in seinem Dasein, Zitat, geharnischt und gerüstet zu sein, für sich selbst mit dem Teufel und dem Tod zu kämpfen. Als eine Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen Teufel und Tod sprach Luther über die Liebe. Zuvor kam er auf die Verteilung der Güter zu sprechen. In seiner Abwesenheit war ja in Wittenberg damit begonnen worden, den Gegensatz zwischen den Reichen und Armen zu überwinden. Luther offenbarte an jeder Stelle seine Distanz zu all jenen, die ihn nicht um Rat gefragt hatten. Luther erklärte, ohne Liebe zu Gott sei jede Zuwendung an Notleidende nichts wert. Zitat, und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, nun wurde er ganz persönlich, Zitat, denn wir sind nicht alle gleich im Glauben. Ich habe einen stärkeren Glauben, denn etliche unter euch. Weiter. Es sei jedoch möglich, dass einige einen stärkeren Glauben als er hätten. Jeder, gleichgültig wie unvollkommen er auch sei, solle sich vorsehen, dass er nicht vom Teufel zerrissen werde. Bereits in dieser ersten Predigt erwähnte Luther seine besondere Beziehung zum Teufel. Zitat, denn ich kenne ihn wohl. So kennt er mich auch wohl. Ich hoffe aber, ich sei sein Herr. Es blieb sein Geheimnis, wen er als teuflisches Wesen betrachtete. Luther nannte bei seinen Predigten in dieser Fastenzeit keinen Namen. Doch er wird am Ende seiner letzten, der 8. Predigt ausrufen, ich kenne den Teufel. Wohin auch immer er von der Kanzel herabblickte, es konnte für die Anwesenden nur eine Vermutung bleiben. Er habe mit seinem Ich kenne den Teufel Graustadt gemeint. Luther blieb in Wittenberg und Graustadt predigte in der Kirche und hielt Vorlesungen in der Universität. Jedoch wandten sich seine Zuhörer mehr und mehr von ihm ab, offenbar hatten viele Gemeindemitglieder verstanden, dass Luther mit dem Hinweis auf seine Kenntnis über den Teufel Graustadt gemeint hatte. Jetzt wurde es für Graustadt zur Gewissheit, dass es zukünftig mit Luther zu keiner Übereinstimmung mehr kommen
könnte. So ging er im Mai 1523 nach Allermünde bei Jena. In Wittenberg wurde nach Luthers Anweisung die alte Ordnung wieder aufgerichtet. Bald nach seiner Ankunft in Allermünde begann Karlstadt hier seine Wittenberger Neuerungen einzuführen, die Bauern an Ort und Stelle doppelt belastet mit Abgaben an die Kirche und an die Bodenbesitzer, begrüßten den Zugereisten und freuten sich über die Erleichterungen in ihrem Leben. Luther wurde von Kurfürst Friedrich aufgefordert, als Visitator nach Allermünde zu reisen. Auf dem Weg nach Allermünde erreichte er am 21. August 1524 Jena. Einen Tag später hielt er in der Michaeliskirche im Herzen der Stadt an der Saale den Gottesdienst. Dabei saß auch Karlstadt inmitten der Gemeinde. Er war mit der Predigt nicht einverstanden, so wollte er unbedingt mit Luther sprechen. Am 22. August 1524 kam es zum Gespräch zwischen beiden im Jenaer Gasthof zum Schwarzen Bären. Ich nehme an, Karlstadt könnte am Ende des öffentlichen Streitgesprächs vor den vielen Zuhörern festgestellt haben, Luther habe sich von ihm getrennt und ihn verleugnet. Vielleicht sagte er nun mit dem Blick auf das vergangene und zukünftige Verhalten des von ihm zum Doktor erhobenen die Worte aus dem Matthäus-Evangelium. Das sagte also Karlstadt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus Kapitel 7, Vers 16. Die Verse 15 und 16 bringen, wie es Karlstadt wünschte, den Hinweis auf eine Gefahr. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. So ist es denkbar, was Karlstadt an diesem 22. August 1524 bei dem Streitgespräch im Schwarzen Bären gefühlt haben könnte. Luther gehörte zu den unerträglichen Leuten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Längst war es kein Zweikampf mehr zwischen Karlstadt und Luther. Ging es doch für Kurfürst Friedrich den Weisen um den Erhalt seiner Herrschaft. Er wollte vor aller Welt seine Macht zeigen. So ließ er Karlstadt aus seinem Land vertreiben, doch den Träger seines silbernen Ringes wollte er beschützen, denn er fand einige Überzeugungen von Luthers Reformation als nützlich für sein Revier. Im Jahr 1524 arbeitete Luther an seiner Schrift wieder die himmlischen Propheten. Hier richteten sich seine Angriffe immer wieder gegen Karlstadt. Er nannte ihn Seelenmörder und Sündengeist und für ihn war er sein ärgster Feind. Schließlich konnte Karlstadt nach seiner Flucht aus Wittenberg in Basel bleiben. Hier war es ihm im Jahr 1535 gelungen, bei einer Diskussion mit den städtischen Gewerken seine Eignung als Wissenschaftler für die Universität zu beweisen. Nun konnte er als Lehrmeister vor Studenten und als Prediger vor der Gemeinde, da konnte er nun in der Kirche St. Peter seine Gedanken verkünden, die weit über Glaubensfragen hinaus die brennenden sozialen Probleme der Zeit aufgreifen. Seine von Hoffnung und Trost beseelten, zu Herzen gehenden Predigten in der Kirche St. Peter wurden für die Gemeinde immer notwendiger, als im November des Jahres 1541 die Pest auch in Basel viele Opfer forderte. In einem seiner Gebete rief Karlstadt zu Gott, der Herr möge den Sterbenden einen christlichen, seligen Abschied verleihen, auf dass deine Herrlichkeit
von Lebendigen und Toten geheiligt und verehrt werde. Dann wurde auch er am 25. Dezember 1541 von der um sich greifenden Seuche hinweggerafft. Vielleicht hörte Karlstadt an seinem Lebensende während der Feiertage zum Gedenken an die Geburt des Heilands den Klang der Weihnachtsglocken. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank erstmal für diesen Ausschnitt aus dem Buch, die Vorlesung, das Vorlesen. Wir haben jetzt eine kleine Runde. So. 500 Jahre Thesenanschlag. Es gibt ja überall jetzt feierliche Veranstaltungen. Ich habe auch schon eine Einladung nach Wittenberg zu dem Reformationstag. Wie siehst du denn die aktuelle Diskussion um Luther? Er wird ja jetzt sehr positiv bewertet. Zu Recht, zu Unrecht, was ist deine Meinung? Da ist die Frage von wem auch immer. Dann gibt es ja Herrn Schorn immer, die berühmten Menschen. Und dann, ist sie näher an den Mund, bitte, so wie ich. Ja, ja, genauso. Ja, also, es gibt den berühmten Schorlemmer, die natürlich fest an der Seite von Luther stehen, also viele Leute. Auch die Dame, die während sie Auto gefahren hatte, getrunken hatte, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ja. Genau, das war aber, glaube ich, eher so Diskretion, den Namen nicht zu nennen, nicht wahr? Also auch diese Dame bekennt sich natürlich zu Luther. Und dann ist das Interessante, dass in manchen Büchern der Karlstadt überhaupt nicht vorkommt. Interessant ist ja, oder beeindruckend an dem Buch, die Stelle, die du auch vorgelesen hast, dass versucht wird zu sagen, naja, diese Schriften von Luther gegen die Juden wären vielleicht eine Fälschung. Also ich glaube das nicht, dass es so ist. Du wahrscheinlich auch nicht. Warum, wie kann man sich diesen Antisemitismus von Luther erklären? Warum hatte er so einen Hass auf die Juden? Allgemein wird gesagt, dass es den Zeitumständen angemessen sei, aber der Pfarrer Martin Westcott hatte ja herausgefunden, dass schon damals Karlstadt sich gegen den Judenhass gewendet hatte. Also es ist keineswegs so, dass es ein allgemeines Denken über den Judenhass gab. Ich komme mal zurück zu dem Essay, den ja, oder das ja alle kennen, der gelbe Fleck. Dieses Essay behandelt ja die Wurzeln und Wirkung des Judenhasses in der deutschen Geschichte. Wie hast du diese Diskussion damals in der DDR erlebt? Das war im Grunde genommen für mich erstmal eine ganz schwierige Arbeit, als mein lieber Mann Rudolf Hirsch, Sie wissen, der Gerichtsberichterstatter der Wochenpost, als er mich fragte, ob ich mich an dieser Arbeit beteiligen wollte, und zwar, ob ich da nicht über Luther schreiben wollte. Und da hatte ich gedacht, du meine Güte, oh, das kann ich doch nicht. Aber er erinnerte mich daran, dass Rosa Luxemburg damals die Worte von Luther an ihre Freundin geschrieben hatte, die sich alle abwenden wollten. Das ginge nicht so. Also die Erwähnung von Rosa Luxemburg hat mir dann geholfen. Und so hatte ich in dem Buch dieses lange, lange Kapitel geschrieben über diesen Martin Luther. Und das hat mir auch ein bisschen
geholfen jetzt bei meinem nochmaligen Nachdenken über Luther. Wie ist denn diese Frage damals aufgenommen worden in der DDR, diese Diskussion? Das war so, dass wir nach Wien eingeladen wurden. Und also wir lebten ja schon zusammen in Berlin. Und da waren wir nach Jena eingeladen worden und sollten vor Studenten lesen. Und das war sogar in der Aula. Und wir hatten 30 Bücher mit. Und die Aula war überfüllt und die standen sogar auf, als wir eingingen, dort hineingingen. Na, also ich als eine, die überhaupt niemals was studiert hat, also ich fand das ganz erstaunlich. Und die haben dann am Ende, nach vielen Diskussionen, alle die 30 mitgebrachten Bücher gekauft und hätten sogar noch mehr haben wollen. Und dann waren wir auch in Essen. Zur DDR-Zeit konnten wir auch dorthin fahren, wegen der Lesung. Und da waren auch viele, viele Leute gekommen. Und wo immer wir auftauchten mit diesem Buch, waren schon vorher viele Leute da und warteten, manchmal war es eine halbe Stunde, bis wir dann ankamen. Ich komme zurück zu dem Buch, ich habe den Teufel gesehen. An welcher Stelle gab es denn diesen Bruch, so wie kann man das beschreiben, zwischen Luther und Bodenstein, der sich richtig zum Hass von Luther ausgewachsen hat? Luther hat ja dann eigentlich, er hat ihn ja als Teufel bezeichnet, du hast das ja vorgelesen. Wie kann so ein Hass entstehen? Wahrscheinlich bei dem Jena-Gespräch. Denn Luther hatte ja Karlstadt noch einmal zu sich eingeladen und da war er auch hingegangen. Aber die innere Überzeugung von Karlstadt war, dass es keine Gemeinsamkeit mit ihm gibt. Und deswegen zitiere ich ja auch das, was Karlstadt gedacht haben könnte mit den Wölfen im Schafspelz. Wenn ich mich zurückentsinne an so meine Jugend in der DDR, da war ja eigentlich immer unser Bezugspunkt Thomas Müntzer. Und erst 1983 mit dem Lutherjahr gab es eine positivere oder positive Bewertung von Luther. Und ich kann mich auch entsinnen, wir sind damals von der Germanistik, Sektion Germanistik an der Humboldt-Universität, wo ich ja studiert habe und dann auch gearbeitet habe, immer am Mittwoch in den Frühjahrsferien mit den Studenten und Studentinnen, heute heißen sie ja Studierende, ja, muss man einfach mal dazu sagen, sind wir dann immer nach Lutherstadt Wittenberg gefahren und haben uns dann dort quasi Luther zugewandt. Aber auch Bodenstein grenzt sich ja von Müntzer ab. Warum gab es da keine engere Beziehung aus deiner Sicht zwischen Bodenstein und Thomas Müntzer? Die Wendung, die Thomas Müntzer genommen hat, dass er mit Gewalt seine Ideen durchsetzen wollte, das war nichts mehr für Karlstadt. Und so war auch kein längerer Briefwechsel zwischen den beiden, was Luther dem Karlstadt immer vorgeworfen hat. Ich hatte ja damals noch zur DDR-Zeit, auch 1955, ein Buch über Thomas Müntzer geschrieben und wie er auch Müntzer versucht hat, sich gemeinsam mit den Bauern gegen die Herrschaften zu wenden. Also das war schon damals ein gewisser kritischer Blick von mir, denn wenn ich das noch hinzufügen darf, ich habe immer, was ich auch veröffentlicht hatte, mir die Mühe gegeben, die Dinge, über die ich schreibe, als einen Spiegel zur Gegenwart darzustellen.
Wenn wir uns Bodenstein anschauen, die Abschaffung der Beichte, die Freiheit der Predigt, die Möglichkeit, das Kloster zu verlassen, kann man sagen, dass Bodenstein ein Revolutionär war? Das kann man sicher sagen, aber er wird von niemandem so genannt und so angesehen, weil ja der einzige Revolutionär war natürlich Luther. Ja, aber wie wir gesehen haben, wo der Luther ja eigentlich gerade in Bezug auf Bodenstein vom Reformer zum Antireformer, wie konnte das passieren, dass er dann doch so auf die Obrigkeit fixiert war? Das habe ich nicht genau verstanden, die Frage. Ja, also Luther hat sich ja dann rufen lassen, um gegen Bodenstein und dessen ja, revolutionäre Tätigkeiten Stellung zu nehmen. Wie konnte das kommen, dass er, der so viel ändern wollte, dann doch wieder den Fürsten gedient hat? Das hatte ich ja bei der Lesung angedeutet. Er hatte ja als einen Beschützer den Kurfürsten. Mhm. Und so zeigt es sich natürlich auch in vielen der Schriften von Luther, dass vieles zugunsten der Obrigkeit und der Regierenden verfasst wurde. Wenn wir eine ganz wichtige Person ist, der, oder ein Gegenspieler von Luther, ist der Ablasshändler Tetzel. Und eine Interpretation, an die ich mich noch so erinnere aus der Diskussion damals zum Lutherjahr, war ja, dass gesagt wurde, naja, Luther wollte eigentlich dieser Verschwendung entgegentreten. Und Tetzel hat ja Geld eingesammelt von Leuten, die eben gesagt haben, gut, dann bezahle ich und dann habe ich keine Sünden mehr. Ist denn diese Interpretation richtig, dass Luther, also man sagen kann, Luther war eigentlich pragmatisch, der wollte, dass nicht so viel verschwendet wird, der wollte, dass mehr Produktivität ist. Ist das eine nachvollziehbare Interpretation für dich? Der Tetzel war ja auch unterwegs im Auftrag der reichen Familie Fugger. Und die hatten ihm sogar ein Fahrzeug mit Pferden zur Verfügung gestellt. Und natürlich war Karlstadt genau wie Luther gegen diesen Tetzel, den Vertreter der Reichen. Ja, ich würde vorschlagen, das ist jetzt vielleicht die Stelle, wo Sie hier aus dem Publikum Fragen stellen könnt oder eure Meinung sagen könnt. Ich habe natürlich, hätte auch noch mehrere Fragen, die sich auch auf dein Leben beziehen, aber vielleicht erstmal aus dem Publikum. Wer möchte eine Frage stellen? Ja, bitteschön, Marie. Marie, Entschuldigung. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz gut auf meine eigene Frage vorbereitet. Das ist ja richtig philosophisch. Ich bin nicht gut auf meine eigene Frage vorbereitet. Sehr gut. Das hat das Zeug zum Zitat. Ich denke an den Brief von Ilsegret Fink, der Pfarrerin. Ich glaube, der war zudem anders als in der DDR, der das Lutherjahr gefeiert wurde. Und ich habe das kürzlich mal in die Hand bekommen. Und das ist, der ist so formuliert wie an Luther, du kennst ihn ja. Und sie fragten ihn da auch als Pfarrerin, wieso hast du, jetzt das, die Vorbereitung fehlt mir, ich glaube im Glaubensbekenntnis, das geändert und dieses praktische, ich sage es mit meinen Worten, die Verneigung vor den Fürsten eingefügt. Ja, das also in der Übersetzung und so weiter. Aber wenn du den Brief von der Ilse Fink gar nicht kennst, dann... Ja, aber du hast ihn ja gerade dargestellt. Ilse Fink schreibt an Luther, Luther, warum hast du dich vor den Fürsten verneigt? Ne? Ja, dem stimme ich zu. Ja, dem kann man nur zustimmen. Gut, das war eine kurze Antwort auf eine... Auch gute Erinnerung nochmal an diesen Brief von 1983. Wie gesagt, in meiner Erinnerung ist es so, vielleicht bin ich da auch etwas
parteiisch, aber das ist sehr, sehr positiv, wenn plötzlich nur noch um Luther ging. Ja, weitere Fragen oder Bemerkungen? Ja, bitteschön, Gabi. Ja, mich bewegt ein bisschen dieses Plakat, was die AfD aufgehängt hat. Ich weiß gar nicht, ob das nur in Marzahn hängt. Luther würde AfD wählen. Ja? Oh, habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe das noch nicht gesehen. Das ist ein Ding. Ja, und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits versuche ich ja, zu sagen, Luther war eben in seiner Zeit auch verhaftet und dieser Schwenk zum Antisemitismus kam ja auch, weil er enttäuscht war, dass Juden nicht konvertierten. Ja? Das war ja eigentlich eine Folge. Vorher hatte er ja Freunde auch unter Juden und das war ja erst später sein Antisemitismus im Alter. Und deshalb die Frage, ja, muss man Luther heute vor der AfD in Schutz nehmen? Oder wie geht man mit so einer Diskussion um? Also ich muss da einfach immer wieder dran drüber nachdenken. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen uns selber vor den Leuten in Schutz nehmen. Ja, vielen Dank. Ich habe dieses Plakat noch nicht gesehen. Ich habe aber allerdings gesehen, gestern oder vorgestern, dass so eine Plakatierungstruppe der AfD erstmal durch unser, also durch mein Grundgebiet zum Beispiel gezogen sind. Und da wird noch so einiges kommen. Aber das, was du gerade gesagt hast, habe ich noch nicht gesehen. Ja, weitere Fragen oder Bemerkungen? Da darf ich noch eine Bemerkung. Ja, selbstverständlich, ja. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Darf ich noch eine Bemerkung dazu machen? Deswegen ist es ja auch wichtig, weil im Zusammenhang mit dieser AfD ja auch immer die bevorstehenden Wahlen stehen. Deswegen ist es auch wichtig, wählen zu gehen, damit diese Leute kein Übergewicht bekommen. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Dann habe ich noch ein paar Fragen. Ich möchte noch einfach zu Ihrem Leben zurückkommen. Sie sind ja auf eine Mädchenschule gegangen. Wie kam das? Ja, weil ein Mädchen war ja sehr logisch. Dankeschön für den Hinweis. Es gab schon zu dieser Zeit ja auch Mädchen und Jungs gemeinsame Beschulung, oder? Ja, bei mir nicht. Bei dir auch nicht? Ja, okay. Gut, dann. Ich bin ja 1928 geboren. Das heißt, meine gesamte Schulzeit war ja in der Nazi-Zeit nur das Abitur, konnte ich dann glücklicherweise ein Jahr nach dieser Nazi-Zeit machen. Und da darf ich noch etwas erzählen. Wir hatten in der Nazi-Zeit einen Biologielehrer, der also immer gegen die Juden geredet hat und das seien also keine Menschen und so weiter. Und dieser Biologielehrer, bemerkte, dass ich, während er seinen Unterricht hielt und eine Frage stellte, nicht sofort zu schreiben begonnen hatte, sondern zum Fenster rausgeguckt hatte, weil ich das nachgedacht hatte. Kam der zu mir, stellte sich neben mich und sagte, und sag nur immer langsam voran, dass die Schule auch mitkommen kann. Mit diesem wunderbaren Biologielehrer gingen wir dann in Jena, in den Berg hoch oben, zu einem Ausflug und plötzlich sagte er, so, jetzt machen wir mal hier auf dieser Ebene ein Feld und wir spielen Völkerball. Und ich war ja im Völkerball immer so, dass ich meinen lieben Mitschülerinnen sagte, ihr braucht jetzt nicht irgendwie euch hervorzutun, sondern lasst den Ball einfach fallen und ich bin derjenige, der immer im Tor steht und ich gehe dann zuletzt ins Feld. Und so war es auch. Und ich habe gesagt, wir werden sowieso immer gewinnen, weil ich die Bälle gut fangen kann. Und nun geschah aber Folgendes. Als das Spiel zu Ende war und wir gewonnen hatten,
trat dieser Lehrer, Herr Pfaff, ins Feld und sagt, halt, das Spiel ist noch nicht zu Ende, ich bin hier. Aber ich hatte den Ball. Und als nun schon etwas älteres Mädchen, weiß man natürlich, wo eine empfindliche Stelle ist. Und da ich nicht wie damals den Ball schoss, traf ich ihn genau dorthin. Und dann schrie der auf und ließ den Ball fallen. Und alle, sogar auch die, die eigentlich nun meine Dinge gewesen waren, kamen zu mir und beglückwünschten mich. Aber ich bekam in Biologie seitdem immer schlechte Noten. Sehr schön, ja. War es dann bei euch in der Familie selbstverständlich, dass du als Mädchen Abitur machen konntest? Oder gab es da so Diskussionen, du als Mädchen brauchst doch kein Abitur? Also ich weiß, bei meiner Mutter, die ist etwas jünger als du, da mussten die Lehrer zu ihren Eltern nach Hause kommen, um die Eltern zu überzeugen, dass auch ein Mädchen Abitur machen sollte. Wie war das bei dir? Die wünschten das natürlich, denn meine Mutter war ja eben aus der Familie wenige von den Hutmachern und das waren immer sehr, auch meine Großmutter, Menschen, die bestrebten, weiterzukommen, vorwärtszukommen. Und da gab es gar keine Diskussion. Und das habe ich natürlich dann gerne gemacht und sogar auch mit gut bestanden. Ja, das ist ja, glaube ich, aber damals nicht selbstverständlich gewesen. Also ich habe selbst von sozusagen Kollegen aus meiner Altersgeneration Geschichten gehört, dass sie eben die Ersten waren, die eben Abitur gemacht haben in der Familie, dass das die Eltern eigentlich gar nicht so notwendig fanden. Aber das ist ja dann sehr fortschrittlich schon gewesen. Das war in dem ersten Jahr nach der Nazi-Zeit. Ja. Du hast ja dann direkt nach dem Abitur als Journalistin gearbeitet. Wie kam das? Wolltest du nie studieren oder hat sich das denn so ergeben? Ich wollte Medizin studieren, aber nun waren meine beiden Schwestern schwer krank und meine Eltern. Vier Personen waren krank und sie hatten kein Geld, denn sie hatten auch von den Büchern von meiner Mutter. Also es war einfach nichts da, wovon man essen und trinken konnte. Also habe ich mir überlegt, dann werde ich wohl anfangen müssen, bei einer Zeitung zu arbeiten, dass ich Geld bekomme für jede Zeile. Und seitdem weiß ich ganz genau, wie viel man für eine Zeile bekommt. Und dann war aber das Erstaunlichste, was mir dann begegnet ist in dieser langen Zeit, ich habe für die Tageszeitung Neue Zeit geschrieben, das Erstaunlichste und auch für die Zeitung in der, von der sowjetischen Besatzungsmacht, wie hieß die Tageszeitung oder so. Also da hatte ich dann immer geschrieben und seltsamerweise, in dem Jahr, als ich in Naumburg war, erst von Magdeburg nach Naumburg ging und wollte mir da diese Figuren angucken. Und da war ein Mensch, der mich in die Kirche in Naumburg brachte und der hatte mir aufgeschlossen und der sagte, weil ich eben als Journalistin wollte ich da rein. Und da sagte er, die Uta, immer sagen sie alle die Uta. Ich sage, ja, das ist ja furchtbar. In der Nazi-Zeit musste ich ja als Vorbild für die deutsche Frau festgestellt. Naja, sagte er, aber kommen Sie mal mit und gucken Sie. Und da zeigte er mir bei dem Übergang vom Kirchenschiff zu dem abgetrennten Chor, wo die Geweihtenherren sitzen, eine Tür. Und auf dieser Tür zur Erde heruntergesetzt war Christus als Tür. Und da sagte der nette Mensch von der Kirche zu mir, tja, alle Leute reden immer nur über die Oder, über diese Tür, aber redet gar niemand. Und da wusste ich,
Das wird jetzt kein Zeitungsartikel, da muss ich wohl nun einen Roman schreiben. Und dann habe ich das geschrieben und das war dann eben dieses Buch, Der Ketzer von Naumburg. Der erschien dann 1955 und damit fing im Grunde genommen alles an, denn ich wurde nach Berlin eingeladen, weil das eine hohe Auflage schon gleich hatte, zu einem Schriftstellerkongress und da traf ich dann Rudolf Hirsch und wir saßen 3 Tage nebeneinander und das begann im Januar und am 13. Januar, Freitag den 13. nach 3 Tagen, fragte mich Rudolf Hirsch, wollen wir heiraten? Also ich glaube, bei solchen Sachen wie Hochzeit sind schnelle Entscheidungen immer richtig und es hat ja auch lange gehalten und eine tolle Sache, ja. Das Zögern bringt, glaube ich, sage ich mal, ich bin ja auch nicht mehr so unabhängig. Das Zögern bringt in solchen Fragen gar nicht. Sehr gut, ja, hervorragend. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Bemerkungen? Ja, bitteschön. Was mir jetzt eigentlich in diesen Diskussionen ein bisschen abhanden gekommen ist, das ist die Bedeutung Luthers für die Entwicklung unserer deutschen Muttersprache. Ich habe es nicht verstanden. Die Bedeutung Luthers für die Entwicklung unserer deutschen Sprache. Das hätten wir nicht richtig hervorgehoben. Wie siehst du das? Die Leistung von Luther. Wir haben jetzt gerade Luther sehr kritisch besprochen, das ist richtig. Aber wenn wir jetzt seine Leistung, insbesondere für die Sprache sehen, wie siehst du das? Ein bisschen darüber steht auch in dem Buch, ich kenne den Teufel. Natürlich war das eben eine sehr nützliche Arbeit von Luther. Und der hat ja auch lange später noch in Wittenberg daran gesessen. Also das braucht man nicht herunterzureden. Das ist schon eine Leistung. Und ich hoffe, genügend darüber in dem Buch gesagt, geschrieben zu haben. Ja, und man kann ja auch nicht das ganze Buch vorlesen, weil die Idee ja auch darin besteht, dass man ein Buch vorstellt und vielleicht kauft es der eine oder andere oder leiht es aus der Bibliothek aus. Aber trotzdem greife ich das nochmal auf. Was ist denn eigentlich mit dem legendären Tintenfass? Ich glaube, das spielt in dem Buch auch eine Rolle. Weiß man das denn wirklich, wonach Luther geworfen hat? Hat er das Tintenfass wirklich an die Wand geworfen? Wie bitte? Ich weiß nicht, vielleicht. Man sagt doch, er hat es gar nicht, das ist bloß so gemacht worden. Ja, das werden wir jetzt vielleicht erfahren. Also in dem Buch steht was drüber. Und nun habe ich dazu aus dem Sinngedicht von August Friedrich Ernst Langbein aus dem Jahr 1757 etwas zitiert. Es warf einst Luther, wie man spricht, sein Tintenfass fast den Teufel ins Gesicht. Ach Gott, wie ändern sich die Zeiten. Jetzt schleudert mancher arge Wicht sein Tintenfass nach wackeren Leuten. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war eine sehr anregende, sehr vergnügliche Stunde hier. Darf ich noch etwas? Selbstverständlich, ja, ja, wir können gerne noch ein bisschen plaudern, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ach so. Ja, bitte, bitte. Ja, ja. Ich wollte nur, weil ich dachte, das sei schon das Schlusswort, da hätte ich dann gerne noch Chamisso zitiert, denn der Dichter Adalbert Chamisso aus dem 19. Jahrhundert, er hat ja geschrieben, sein Gedicht Die alte Waschfrau. Und da beschreibt er, wie eine alte Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat, nun ihr eigenes Leichenhemd hinlegt und in Ordnung bringen will. Und das beschreibt Chamisso in dem Gedicht, die alte Waschfrau. Und dann wendet er es auf sich selber und schreibt in dem Gedicht weiter, und ich an meinem Abend wollte, ich hätte diesem Weibe gleich
erfüllt, was ich erfüllen sollte, in meinen Grenzen und Bereich. Und so hoffe ich natürlich, dass in meinen Grenzen und Bereich Sie auch heute gehört haben, dass ich mir Mühe gegeben habe. Ja, herzlichen Dank. Bevor Sie noch ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen von mir, ein paar Bemerkungen noch. Erstens, Sie können natürlich alle noch draußen, solange der Vorrat reicht, ein Glas Wein trinken. Es gibt, wie gesagt, auch Bücher und Rosemarie Schuder ist auch bereit zu signieren, das haben wir so besprochen. Und wichtig ist für Ihre persönliche Planung oder unsere gemeinsame Planung, dass am 18. Oktober um 18 Uhr wir uns hier wieder treffen können zu Gedrucktes. Und zwar habe ich diesmal den Verleger Elmar Faber eingeladen. Elmar Faber hat 1983 den Aufbauverlag übernommen. Kurzes Zitat von ihm: 350 Bücher pro Jahr haben wir herausgebracht, jeden Tag eins. Und rund 30 Millionen Mark hat der Verlag, also DDR-Mark, damit umgesetzt, was ein Haufen Geld ist, wenn man sich an die Preise der DDR-Bücher erinnert. Und ein kleines Zitat noch von Faber dazu: Zensur existiert ja durchaus auch in der Marktwirtschaft, nur heißt sie eben nicht so. Denn gedruckt werde, was ich betriebswirtschaftlich rechne, und auf diese Weise falle mancherlei durch das Sieb. So ein Zitat aus einem Interview aus dem Jahr 2014, aber ich glaube auch in diesem Jahr noch sehr aktuell. Ja, Sie können sich schon anmelden, einige haben sich ja schon angemeldet. Und kleiner Hinweis noch, zwischen unserem heutigen Treffen und dem kommenden Treffen liegt eine Wahl. Ja, gehen Sie wählen. Und ich sage nochmal, kreuzen Sie die Linke an. Wenn Sie in Lichtenberg wohnen, kreuzen Sie meinen Namen an. Die Sine Höth war mein Name. Ja, und ich darf noch als kleines Geschenk ein Büchlein, das ich geschrieben habe, überreichen, das sich vor allen Dingen auf die Gegenwart setzt.